muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Die Maschine anhalten können. Hey! Man muss die Maschine anhalten können. Sind jetzt verschränkt. Andere Seite. Irgendwie nach oben. Ha! Oh!
daran kann ich bestimmt draufklettern. Thank you.
gucken. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Seinen Krallen entglitten, warte ich auf dich. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben.
Dafür habe ich nicht genug Platz. Wie geht's denn so? Willkommen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Bitte sehr. Die Götter sind für uns. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Sehr gut. Danke, Ishik. Es kann kein Aluk sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Hä? Oh, ja, ja. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Wenn ich morgens auf... Amaru kehrte zur Beisetzung seines Bruders zurück, untröstlich während der Bestattung und anschließend wie erstarrt. Am nächsten Tag durchkämmte er jedoch die Stadt. Er entlarvte den Anführer der Kultisten und stellte diese als Fremde bloß. Es wird Zeit, dass die Bewohner von Paititi die Kontrolle über ihre Stadt übernehmen, sagte er, einen abgetrennten Kopf in der einen Hand und das blutige Messer in der anderen. Nie wieder werden wir uns Fremden beugen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Folge dem Klang der Trommeln. Könnte hilfreich sein. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles die Okio. Was denn, Katschka Betzemann? Nein!
Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen.